Schon wieder ein Auftrag erledigt und unsere Siedlung wächst und wächst und wächst. Und damit herzlich willkommen zurück zu. Ja. So. Wir sind jetzt soweit, dass wir wieder einen Auftrag erledigt haben und liefern mal ab. Das heißt, wir bekommen das nächste Gebäude freigeschaltet und das ist in dem Fall die primitive Werkstatt. So, das ist doch schön. So, wenn wir hier hingehen, dann machen wir es doch hier in der Ecke. So, wir sollen eine ganze Menge Sachen zusammen löten. Da würde ich ja sagen, wenn es irgendwie geht, machen wir zwei davon. So, einfach der Optik wegen. Der Optik. Wobei das noch witzig wird bei Gänsestorm, wenn man die Gebäude verschiebt. Wir begrüßen Sie im RE1 nach Aachen Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf-Benrath. So, Ziegel, Stoff und Bretter. Also keine Rohre. Super. Die Ankömmlinge warten. Aha. Lehm und Leder. Ja, nehmen wir doch die beiden. Dann brauchen wir aber noch ein Gebäude. Wir haben, glaube ich, wir haben hier 24, 14, 19 Leute. 2, 3, 4, 5, 6 Gebäude, also für 18. Super. Ah ja. Das ist doch gut. Hier sehe ich, dass die auch schon an Ziegel arbeiten. Der arbeitet. Achso. Ziegel brauchen wir nicht mehr. Hier brauchen wir keine. Achso, nein, nein. Man muss damit tatsächlich warten. Produzieren die nicht weiter? Oh Gott. Achso, doch, die Produktion war zu Ende. Also, ihr erhalten Auftrag, beenden Sie schon. So, dann machen wir das mal weg. Okay. Das haben wir fertig, das haben wir fast fertig. Stoff, er produziert Stoff. Und. Super. Ja, das ist doch fantastisch. Da muss man noch kurz warten und dann haben wir schon. Haben wir dann schon den Auftrag wieder erfüllt. Ha, gefährliche Lichtung. Okay.
Einzige Ankunftszeit. So. 6:45 Uhr. Ausstieg links. Okay, wir haben den Auftrag auch mal wieder erledigt. Können wir das liefern? Okay, wir sollen eine gefährliche Lichtung entdecken und uralte Steintafeln liefern. Na dann gucken wir mal, was kriegen wir denn jetzt dazu? Ah, Biberhaus, Menschenhaus oder Echsenhaus? Ich kann jeweils nur zwei Bewohner bewirken. Also am meisten habe ich ja Menschen, ne? Oder mal. Bereiter. So. So, das heißt, hier steht ja verschieben. Sehr gut. Aha, drei Bretter. Okay. So. Hier gucken wir allen sehr gemütlich zu. Stellen fest, die arbeiten vor sich hin. Das ist doch super. Super, so. So, niemand kann. Okay, also wir haben jetzt die Auswahl zwischen Eiern oder Fasern, die wir jede Minute bekommen. Und ich sag Eier. Dann können wir die nämlich gleich hier. Vertraden.
Ah ja, vielleicht muss erstmal irgendjemand hier. Super. Okay. Gut. Wir brauchen mehr brauchen mehr Einkömmlinge. Ja. So, mal sehen, wir haben. Also, das macht zusammen. Ah, 2016. Ich habe weniger Leute. Neuankömmlinge warten, das ist schon mal gut. Die brauchen wir jetzt dringend. Wir nehmen an, die Biber. So, das sind 19, dann wären wir für 21 Leute. Na denn. Habe sogar, ich habe 1, 2, 3, 6, 7, macht 21, macht 23 Leute, ich unterbringen kann. So. Okay, so. Was mir hier noch fehlt, ist eine uralte Tafel und ersetzt im uralten Schrein die Schriftrollen durch Stoff. So, das heißt aber auch, müssten den uralten Schrein hier mal anschließen. Nächster Halt, Leverkusen Mitte. Planmäßige Ankunftszeit 6:54 Uhr. Super. So. Baustieg links. Aha, wir können die Materialien also ändern.
Das haben wir gemacht. Und jetzt. Wird geliefert. Okay, na denn. Dann liefert mal. Achso, wir machen nur das. Ja gut, jetzt habe ich es geändert. Achso, okay, das geht ja schnell. Ich könnte doch eine ganze Menge mehr Waren auf einmal tragen, als ich dachte. Es ist ja halt kein Pioneers of Pagonia, wo jede einzelne Ware einzeln transportiert wird. Muss gut sein. Ne? Ja. Moment. Würde ich mal sagen, danke, dass ihr mir zu lange zugesehen habt. Dieses Video zieht sich ja doch etwas länger als die anderen, aber wir sind bald durch, dann würde ich sagen. Mit diesem Fluch, der jetzt auf den Straßen entlang in unsere Siedlung kommt, verabschiede ich mich und sage, wir sehen uns sicherlich im Spiel auf der Endkartenzug zwischen Dortmund und Köln. Ihr informiert euch auf korrektiv.org und boxerfetzer.de. über die Rechtsradikalen, um etwas gegen sie unternehmen zu können. Und dann wünsche ich viel Spaß beim selber Errichten eurer extrem diversen Siedlungen in Pioneers of Pagonia. Quatsch, war ein Spaß. Extrem diversen Siedlungen in Against the Storm. Tschüss, euer Aha. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gemeinsam gesiedelt habt. Wenn ihr weitere Videos schauen wollt, klickt oben links. Mein Kanal abonniert ihr oben rechts. Wenn ihr euch für Herr der Ringe interessiert, abonniert den Kanal von Antenne Wetterspitze unten rechts. Und wenn ihr die neuesten Trailer sehen wollt, abonniert meinen Trailer-Kanal unten links. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch Aha.